Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück bei einer weiteren Runde Scum. Ha, zusammen mit Jane, Grace und mir. Schön, dass ihr da seid. Ich musste schon wieder umplanen. Ich wollte ja eigentlich mit euch jetzt endlich mal die Straße nach hoch Richtung Händler, aber als ich die Folge hochgeladen habe, eben die vorherige, ist mir eingefallen, wir haben eben Wagenheber gefunden und wir haben aufgrund dieser Metallkiste furchtbar viel Platz übrig. Warum sollten wir diesen furchtbar vielen Platz nicht vielleicht einfach mal nutzen und mit den Wagenheber mal unsere Mechanik-Skills aufbessern und den Leica, den wir in dieser Ortschaft haben, mal komplett auseinandernehmen? Euch fällt auch kein guter Grund ein? Gut. Falls doch, zu spät. So. Steh auf! Ich habe hier jetzt wirklich übrigens alles in diese Kiste geräumt. Ah, alles, was wir haben. Mein Inventar ist frei. Gut, bis auf ja, den Wagenheber natürlich. Und ich kann scrollen, da sind Dinge drin. Und ich kann weiter scrollen, da sind keine Dinge mehr drin. Die hier sind alle leer. Also diese Metalltruhen, die sind nicht mehr feierlich. So geil sind die. Was und mit nicht mehr feierlich meine ich, glaube, ich will einfach noch eine davon. Das habe ich mir jetzt schon mal scheiß auf die Holzgesichter jetzt gebaut habe. Wenn ich jetzt die Materialien fertig kriege, mache ich das hier. So. Ich hätte gerne Metallschrott. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cool, ich brauche 10. 7 waren die Nägel. 8, 9. Nein, da. 10. So, und jetzt brauche ich nochmal Nägel. Das ist so geil hier gerade. Ich freue mich einfach, nur dieses Inventar hier zu sehen. Bolts, Nails. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, kann ich die eigentlich auch schon wieder umräumen. Dann kommst du nochmal dazu. Nein, es scheitert jetzt nicht an der Werkzeugkiste. Oh! Ja, das ist ja jetzt unangenehm. Hatte ich nicht mal zwei? Oder habe ich die zweite nie mitgenommen? Ah, oh, das kann auch sein. Gut. Also das heißt jetzt nicht, dass ich keine Lust mehr darauf habe, aber upsi. Werkzeug? Improvisiert. Kann ich machen. Guck mal, was brauche ich dafür? Bretter, Nägel, Bolzen, Brecheisen. Metallschrott. Also hier Bolzen habe ich, kein Problem. Brecheisen habe ich. Nagel kann ich noch rausholen. Es ist nur die zwei. Okay, es sind nur noch die zwei Metallschrott, die fehlen. Und die habe ich auch mit Sicherheit nicht. Entweder bin ich blind oder ich habe keinen Metallschrott mehr. Gut, aber das ist ein Problem, mit dem wir arbeiten können. So, ist hier noch was drin? Nee, ne? Oh, meine Jacke. Ja, gut. Die packe ich mal hier hin, weil ich glaube, da passt du daneben. Ich fasse es nicht. So, die nehme ich einfach aus Prinzip mit. Wir machen uns jetzt auf und holen uns einmal die ganzen Einzelteile vom Leica. Da das jetzt ziemlich lauflastig wird, da wieder rein und auch wieder hier hoch, werde ich euch auf jeden Fall einen der Wege ersparen. Ich denke auch erst wird der Rückweg, den wir uns einmal ersparen. Dadurch, dass ich das Spiel nämlich neu gestartet habe, ist es sehr gut möglich, dass wir hier gleich Action pur haben werden. Dass ich diese Schubkarre da nochmal reinziehen muss, ne? Das habe ich auch nicht erwartet. Gut, wow, und der Geschwindigkeit. Generierst du dich dann schneller? Oh ja, richtig schön. Gut, vielleicht spare ich euch doch beide Wege. Das ist ja. Das Problem ist halt Grace, die
sorgt halt relativ anständig dafür, dass wir nicht mehr so schnell unterwegs sind. Müsste aber auch alles mit der Zeit besser werden. Also die Geschwindigkeit wäre super. Ist mit meiner Ausdauer auch irgendwie nicht zu vereinbaren. Naja. Aber es ist gut machbar. Haben wir hier Puppets im Weg? Ich bin wirklich nicht, also rein von der Lore her heißen sie natürlich Puppets, das weiß ich. Aber fallen sie in die Kategorie Zombies? Ich meine, die sind ja aufgrund des Gerätes, was wir auch drin haben, unseren, nennen wir mal, Gesundheitsmonitor, wird das zentrale Nervensystem ja quasi weiter betrieben. Werden die ferngesteuert oder werden einfach nur welche körperlichen Grundfunktionen am Leben erhalten damit? Das wäre jetzt so die Frage, die ich daran hätte. Oh! Ich würde sogar die falsche Straße hochlaufen. Gut, dass wir hier nochmal rumlaufen. Ich möchte nämlich diese Straße hier. Die da! Oh! Erfreulich, dass mir das jetzt aufgefallen ist. Wir wären die falsche Straße hochgelaufen. Das wäre mir irgendwann auch mal aufgefallen, aber wenn ich Richtung Händler möchte, ist diese hier die bessere Idee. Ich weiß gerade nur leider nicht mehr ganz, wo der Leica drin war. Ich glaube, jetzt hier links rum musste ich noch. Ja, atmen, atmen. Das Problem ist, ich habe jetzt oben natürlich die Kiste fast fertig aufgebaut. Das heißt, ich hätte jetzt so oder so eine ganze Menge doofe Wege zu laufen. Ja, geschickt eingefädelt. Obwohl, mit der Kiste auf dem Arm könnte ich ja eventuell einfach hier querfeld ein. Laufen einmal so erstmal rum. Wenn ich überhaupt weiß, was ich, wie schlimm das ist, wenn ich ein Auto auseinandernehmen möchte. Wir schwitzen auch schon wieder, ne? Naja. Gib mir den Pfeil mal wieder. Nichts Spannendes. Wie geht's eigentlich in unserem Bogen? Muss ich darauf aufpassen, gut? 54%. Nee, hat noch nicht ein einziges Prozentchen verloren. Sehr gut. So, ich brauche die Werkstatt mit dem Leica. Sag mir bitte, es ist die hier vorne. Bitte, bitte, bitte. Spiel. Bitte. Jawoll. Okay. Dir mal den in die Hand. Was denn? Eine Nadel. Okay. Wolfswagen stoßt am Fahrzeug montieren. Ach du Heilige. Ich kann die Lampen sogar abbauen. Okay. Dann hast du Thumbnail wirst. Los da. Die lass da mal liegen. Ich pack's mal alles raus. Rad. Ach komm, gib mir die Tür.
Leg sie hin. Okay. Es ist irgendwie schon ziemlich cool. Oh, leerer Magen, dein Problem. Ist das jetzt? Jane, wirklich. Ich habe gerade alles ausgeräumt. Trink eine Cola. Das hilft. Oder? Ah, Flüssigkeit, leerer Magen? Nee, nicht? Egal. Dann müssen wir auf jeden Fall bald mal wieder pinkeln. So, Beifahrertür nehme ich auch. Was? Wie weit lässt sich der denn bitte demontieren? Das ist nicht dein Ernst, Gum, oder? Das kriege ich doch, ach, das kriege ich doch in meine, auch in meine supergeile Kiste. Gar nicht alles rein. Vielleicht sollte ich mich auf die Sachen beschränken, die für die pure Funktion des Fahrzeuges wichtig sind, so meiner Meinung nach. Und das wäre eher sowas wie ein Fahrersitz und Reifen schon mal. Fahrraumklappe. Ich nehme es jetzt erstmal auseinander. Was habe ich hier noch? Stoßstange hinten. Aber ich glaube, dann haben wir es vielleicht sogar fast, oder? Ja, vielleicht noch Karosse hinten. Also. Muss man Wagenheber? Hä? Platz hätte das Ding nicht mehr. Wo ist mein Wagenheber? Ist der jetzt kaputt dadurch? Na dann, ist aber gut, dass ich alles mitgenommen habe, oder? Genau. Hey. Das macht nicht mal Geräusche. Ja. Das könnte auch gutes Bildchen abgeben, oder? Eieiei, fragen wir mal kurz im Fotomodus, das interessiert mich jetzt. Wie gut sieht das aus? Ohne Jane auf dem Bild?
Ist das gut. So, nur fürs Protokoll, ich muss mal wissen, was ich davon jetzt alles in diese Kiste reinkriege. Unglaublich. Leerer Magen, ja, es ist echt ärgerlich. An solche Probleme habe ich nämlich gerade gar nicht mehr gedacht. Ich hoffe dann natürlich einfach, dass wir irgendwann nochmal so ein Auto finden. Es wird dunkel. Dann werden wir wohl sowieso gleich einmal auf Tag rüber wechseln. Aber erstmal nehmen wir hier noch mal die Sachen auseinander. So. Gib mir mal die Metallkiste hier. So, was habe ich hier eigentlich? Ranger für vorne. Warte mal. Ein Rad. Oh, das ist überschaubar von der Größe. Das ist schön. Ich habe zwei Räder aber eigentlich. Ach, hier vorne ist noch eins. So, haben wir. Wie viel kostet so eine Tür? Wow. Kriege ich nicht rein. Stoßstange hinten, okay. Stoßstange vorn. Würde ich soweit gar nicht mitbekommen. Okay. Die Lampen aber, oder? Alle? Ja. Boah. Ich habe die Reifen dabei. Stoßstangen. Wie gesagt, die glaube ich sind gar nicht mal so wichtig. Der Fahrersitz wäre noch eine gute Sache. Nicht mal da rein. Wow. Ja gut, also ich finde, das ist jetzt nicht mal unlogisch, dass das so groß ist. Ja, ist okay. Das funktioniert also alles gar nicht so wirklich. Aber ich finde den Fahrersitz, der ist schon mal viel wert. Fahrersitz und die zwei Räder. Das ist, ja. Gut. Ich müsste die Sachen dann wieder dran bauen, aber... Ja, passt schon. Ich versuche mal jetzt ein bisschen die andere Metallkiste fertig zu kriegen und den Schubkarren wieder dahin, wo wir hinwollen. Und dann würde ich mal sagen, hole ich euch wieder dazu zum Sonnenaufgang. Ich würde jetzt natürlich gerne die Sachen einfach wieder dran bauen, weil ich dann weiß, dass die Sachen hier sind. Aber ich bin mir jetzt auch gerade gar nicht so sicher, ob ich das hinkriege. Lass uns das einfach ausprobieren. Es geht ja hier gerade ums Lernen. Learning. Ich habe ja noch einen zweiten Wagenheber. Vielleicht finden wir dann unterwegs ja nochmal einen guten weiteren. So. Warte, in die Hand nehmen. So. Bist du Motorklappe, ne? Oh. Karosserie. Vielleicht lerne ich dadurch ja. Oh nein, 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 nicht demontieren. Nein, nein. Oh.
nicht Karosserien wären. Installiere. Das. Jetzt bist du. Beifahrertür. Installieren. Was habe ich hier? Kofferraumklappe. Installieren. Was bist du? Karosse vor, also bist vorne. Bist du Karosse hin? Habe ich jetzt alles? Glaub schon. Krieg ich meinen Wagenheber wieder? Ja! Guck mal, wie ein Profi. Meine, wir hatten bei der Polizei noch ein Rad drin. Ah, darauf kommt es mir nicht an. Ich. Oh, wollte die Kiste da vergessen. Kümmere mich einmal um die Kleinigkeiten und hole euch dann einfach gleich wieder mit dazu. So. Hat mal wieder alles, ich würde mal sagen, problemlos geklappt. Bis auf die Tatsache, dass ich anscheinend mit dem Pfeil und Bogen nicht so gut treffe, wie ich dachte. Ich habe eben ein paar Schüsse versucht auf mittlerer Distanz mit irgendwelchen Zombies. Und naja, die Pfeile sind irgendwie immer kreuz und quer an ihnen vorbei. Also von der Distanz her hat alles gepasst, aber immer Höhe und so war nicht hingekommen. Also wir sind jetzt an der Straße, wo wir hinwollen, haben unseren Schubkarren. Ich habe eine neue Metallkiste. Zack. Das heißt, wir räumen jetzt einmal kurz von der hierhin um. Ey, das muss ja jetzt wirklich nicht sein, ja? Ah. Im Übrigen habe ich auf der Suche nach Metallschrott noch eine weitere Bleiplatte gefunden. Eine kleine Werkzeugkiste, die schon relativ gut benutzt war. Ich glaube, sie war auf 30 oder so, aber das war ja vollkommen in Ordnung. Bisschen Ketchup, ein Pfirsich und eine Zwiebel. Und viel interessanter ist, ich habe zwei von diesen Haarklammerboxen gefunden. Das war so, ja, gut, nehme ich. So, diese Kiste hier würde ich jetzt gerne einmal zumindest nicht auf der Straße stehen lassen. Irgendwann fahren wir vielleicht lang und fahren dagegen, wenn ich sie mitten auf die Straße stelle. Das muss ja nicht sein. So, was hast du? Kein Geld, ne? So, dann. Was sagen meine Verletzungen denn? Natürlich infiziert. Das ist aber halb so schlimm. Ich glaube extern hauptsächlich, ne? Oberkörper, das ist jetzt mal mein Hemd gewesen. Weg. Reicht nicht. Ja, gut, jetzt wird es aber ein bisschen frisch. Oh. Was denn noch? Rucksack? Passt nicht. Mal kurz um. Hier habe ich ja noch Platz drin, ne? Teilschrott. Ich kann den Ketchup vielleicht auch gleich einfach wegsüffeln. Obwohl, ich habe nur noch bei einer mit infiziert. Vergesst es. Also ich kann jetzt trotzdem noch umräumen, aufräumen, das ist keine Frage. Aber sonst ist es nicht so wichtig. Wir könnten mal wieder Klamotten reparieren. Ich habe ja einiges an Faden und einiges an Nadeln gefunden. Ist natürlich hier alles kreuz und quer verteilt. Und, ach, ich habe eine Angelrute gefunden. Die lag da zwischendurch einfach rum. Ich bin jetzt echt nicht so der Angelmensch, aber ich meine,
Das ist was Gutes, wenn wir das haben. Um das mal so zu sagen. So, Handwerk. Nadel und Faden, bitte. Nee, Nähset. Nadel und Faden ist 7 Days. Nähset. Outcraft. Ich kann 2 Stück machen. Wenn nicht sogar 3. Nee, 2. Dann bitte gleich die schlechte Nadel. Ah, 12 verschwindet? Nee, natürlich nicht. Schwein. Achso, er markiert mir. Ah, er markiert mir, aus welchen er das machen würde. Das ist okay. Weiß ich Bescheid. Nadel und Faden. Und dahin. Die Nadel mal wieder hier zurück. Die Kiste auch da rein. Wir könnten mal wieder die Schuhe reparieren. Haben wir irgendwo schon Einbußen an Platz? Nee. Wir reparieren einfach einmal alles. Wir haben jetzt einen aufwendigen Weg vor uns und so können wir währenddessen noch ein paar Sachen auskurieren lassen. So, ich musste mir auch schon einmal Pfeile übrigens nachmachen, weil ich habe eine Menge wirklich verschossen und sie nicht wiedergefunden. Wow. Hey. Wo ist das mit dem Auskurieren natürlich? Ein bisschen nervig. Passt schon. Hast du Geld? Oh ja, danke. 81 sogar, danke. Ah, kriege ich meinen Pfeil wieder? Jetzt gerade bin ich doch ein bisschen geizig geworden. Die Richtung habe ich geschossen. Unwahrscheinlich, oder? Schade. Auch nochmal in einem anderen Winkel zurück. Gerade nicht. Ist dann so. So. Wir wollen hier endlich weg. Was sagt meine Gesundheit? Bluten. Nur eine ist kontaminiert. Also nein, eine ist nicht kontaminiert. Das heißt, das müsste alles passen. Genau. Das, unser Immunsystem wird regeln. Wir hinterlassen jetzt ein paar Blutflecken und sollten einfach mal raus aus dieser Ortschaft. Sollte man Verletzungen vorsichtig sein. Oh. Das heißt, ich mache mal normales Tempo hier. Wir können ja mal schauen, ob wir jetzt kurz im Wald was zu essen finden. Ist es vielleicht besser? Hier zum Beispiel Maden. Sind sehr nahrhaft. Ja, Grashüpfer ist auch in Ordnung. So, Pilze wären auch noch cool. Eine. Schade. Aber ist okay. Wir sollten jetzt einfach ein bisschen vorsichtig sein, uns aus der Ortschaft raushalten. Hoffen, dass wir unterwegs genug zu essen finden. Und dann regelt sich das eigentlich von selbst alles wieder. Grace, wie geht's dir eigentlich? Oh, 24,4% nur noch. Wow, schön.
Nehme ich jetzt die Antibiotika? Oder setze ich es aus? Könnte natürlich hier noch auf mehr Sachen verzichten. Ich versuche es mit Aussetzen. Immunsystem 0,6. Hier. Ah, Immunsystem regelt. Dann müsste die ja gleich verschwinden. Oder? Sie ist doch jetzt voll. Leiste voll ist gut. Ach, 1,8%. Ach so, genau. Jetzt habe ich es gecheckt. Wir sehen da jetzt gerade 1,8% Infektion ist da gerade drauf. Und minus 0,1 pro Minute bauen wir davon ab. Das heißt, ich könnte das jetzt beschleunigen, indem ich das gleich mache. Nein. Was habe ich denn noch am Oberkörper? Soll ich mal meine Hose, oder? Tasche? Moment. Jane, es tut mir leid. Handschuhe? Okay. Was kommt vom Rucksack? Boah, nix. Kriegen wir Schaden durch Kälte? Bin mir gerade noch nicht ganz sicher. Ich würde gerne einen aussetzen hier. Vielleicht nehme ich doch eine Antibiotika. Ich weiß es noch nicht. Oh, ist ja schrecklich. Feeling tired, ja. Ich heile mich auf jeden Fall gerade hoch. Aber wenn ich jetzt hier sitzen, stehen bleibe, kommen auch gleich die Zombies wieder, oder? Da unten ist schon einer. Aber ich kann mit verletzten Armen. Ist das in dem Schubkarren durch den Gegend schieben auch irgendwie doof? Irgendwie ist gerade alles doof, wenn es danach geht. Ich würde aber gerne endlich mal mich verabschieden von der Ortschaft hier. Jetzt kommen wir 2%. Ach, die sind zum Beispiel gar nicht mehr kontaminiert. Der obere ist gar nicht mehr kontaminiert, okay. Der ist bei 1,2%. Minus 1,9. Minus 0,5. Wir werden heute diese Ortschaft verlassen. Das ist mir wichtig. Das heißt, wir sitzen das jetzt einmal gemeinsam ein wenig aus. Na ja, gut, die habe ich ja, die habe ich gleich. Das Gute ist, diese Kontamination ist auch gleich weg, womit dann mehr Luft für den Brustkorb da sein müsste. Obwohl, das ist auch... Es regelt sich. Dauert nur einen kleinen Moment. Ich kann dann derzeit mal gucken, ob ich noch was zu essen habe. Essen? Na gut, Ketchup habe ich. Hier ist sauberes Geld, guck mal. Machen wir das da mal drauf. Essen. Noch ein Maiskolben versteckt? Nein. Na, wir könnten die Ziege braten. Na, die Option hätten wir tatsächlich. So, Kontamination 0,3%. Sehr schön. Komm. Los, Kontamination weg, dann ist die Verletzung auch weg. Wunderbar. Dann
anzieht. Immunsystem schafft es, das komplett zu regeln. Okay. Mal gucken, ob er mich jetzt, ob sie mich jetzt anpöbelt hier mit. Oh! Hä? Warte mal. Hier. Yeah. Die ganz schlimmen Sachen habe ich ja vergessen anzuziehen. Ja. Passt. Besser! So. Mit meinen Verletzungen vorsichtig sein. Vielleicht ist es ja auch nur hier diese Stabilisierung, die ich abwarten muss. Auch das jetzt einmal fürs Lernen. Wenn die Stabilisierung durch ist und ich jetzt loslaufe und wieder die Meldung kriege, dann ist das wirklich auch hier für alles Erholung. Im besten Fall ist das jetzt auf Erholung. Die Stabilisierung ist fertig. Ich kann mich jetzt normal bewegen. Das wäre jetzt so mein Wunsch. Ja. Klappt. Oh, ist das herrlich. Ja, ich ziehe die Ausdauer komplett leer. Alles gut. Ist ja für auch Skillen. Ist hier zufällig ein Baumstamm drin? Aus dem ich mir vielleicht mal einen Maden rauszwiebeln kann. Hier? Holzscheit und Stöcke zu teilen? Nein. Pilze? Nein. Ich kann ja mal schauen, ob wir uns beim nächsten Mal eine Kleinigkeit aufgesetzt kriegen, damit wir vielleicht die Ziege verarbeitet kriegen. Den Berg hoch noch. Konnte ich mir die auch. Also, das macht es auf jeden Fall schneller. Konnte ich mir die auch irgendwie hinlegen? Weiß ich natürlich nicht wie. Ah, X. Ah, damit können wir uns natürlich noch besser regenerieren. Gesundheit. Perfekt. Perfekt. Oh. Also ich werde natürlich zwischendurch immer Blenden machen. Wir werden jetzt nicht den kompletten Weg hier zusammen in den Aufnahmen so laufen. Aber ein bisschen das Gefühl dafür, um das mal zu vermitteln, lasse ich drin auf jeden Fall. Gut, wenn wir gleich natürlich über irgendwas stolpern, was wir dann zum Laufen kriegen und wir dann keine Schubkarre mehr brauchen, das wäre natürlich auch geil. Ich bräuchte was zu essen. Hier rechts, da stiegen Steine, Büsche. Oben wird's eisig. Links, ihr könnt Hagebutten sein. Ich sehe da zumindest rote Punkte dran. Ja, ja, ja. Jawohl. Erstmal. Achso, das ist ja schnell weg. Ich weiß, im Stream hatte ich irgendwo mal so einen Hagebuttenbusch, hatte ich 4 oder 5 Hagebutten rausbekommen. Hab mich echt gut gefühlt, weil endlich gut was zu essen da war, aber ja. Die sind schneller verdaut, als man gucken kann, so vom Gefühl her. Ja. Auf wie viel kommen wir denn mittlerweile überhaupt wieder? 67%? Das heißt, wir haben uns ja mal wieder 2/3 unserer Gesamtausdauer. Das ist ja nett. Bisschen schade, dass Grace sich dann natürlich verabschiedet. So langsam gewöhne ich mich an sie, aber... ist vielleicht auch besser so, wenn sich unsere Wege irgendwann mal trennen. Du bist müde. Das ist in Ordnung. Vorhin, als ich sagte, mal kurz den Berg hoch.
Bis wohin? Ich mach die Ausdauer einmal leer und guck dann auf die Map. Das ist nämlich ganz schön viel Berg. Sind jetzt hier. Theoretisch haben wir jetzt hier noch eine Kurve rum. Oh, wir haben da auch keine Locations zwischen. Hier geht's erst wieder los mit interessant werden. Und von hier aus ist es ja auch quasi nur noch ein Katzensprung zum Händler weiter. Ja, hier die Strecke. Da kann ich mal gucken, dass ich bis zum nächsten Mal ein bisschen was für euch quasi übersprungen kriege. Dass wir jetzt nicht direkt da fortsetzen, wo wir jetzt gerade sind. Und dann laufen wir da noch mal ein paar Meter zusammen. Vielleicht sind hier auch noch kleine Polster dran, die man jetzt gar nicht so sieht. Obwohl, die sind eigentlich alle mit einem roten Punkt markiert, glaube ich. Leveln wir eigentlich, also gehen unsere Skills eigentlich hoch, wenn wir hier hochschieben? Ich hoffe doch. Ja. Ich mache ein paar Meter bis zur nächsten Folge und dann schauen wir mal, was weiterläuft. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.